Willkommen zurück zu Plants vs. Zombies. Ja, es geht weiter. PopCap. Pflanzen gegen Zombies. Und ich mach mal den Ton ein bisschen lauter, damit ihr auch was hört. Drei Blümchen sind schon da. Und das vierte. Und ein Zombie-Geräusch. Oha, es ist dunkel. Ein Abend, Mr. Simulation. Diese Zombies geben einfach nicht auf, was? Du wirst sehen, dass es einen Unterschied macht, ob du sie tags oder nachts bekämpfst. Nachts fallen nämlich keine Sonnen vom Himmel. Du bekommst aber trotzdem welche durch Sonnenblumen. Wirklich gute Sache. Und zum Glück hast du ja auch noch ein paar Pustepilze. Pflanze davon so viele wie möglich, dann ist alles Paletti. Oh, guck mal. Da ist ein Zombie mit einer Zeitung und einer Brille. Okay, nehmen wir mal das und das. Ja, okay, los geht's. Die kosten übrigens nichts. Ist eine gute Sache. Und warum sind jetzt hier überall diesen Gräber? Manu, ich mag keine Gräber. Für gewöhnlich sind die richtig gemein. Oh. Schieß. Worauf wartest du? Ah, jetzt. Okay, irgendwie ist mir da die Aufnahme abgeschmiert. Keine Ahnung warum. So. Ich mach mal zwei Reihen davon. Kann ja nicht schaden. So. Jetzt können wir uns vor Sonnen kaum noch retten. Oh, da kommt schon ein Zeitungszombie. Der hält übrigens falsch rum, aber okay. Oha, der wird wütend. Schnell tötet ihn. Oh, Glück gehabt. Puh, da kommt noch so einer.
So. Dann bauen wir mal die Verteidigung aus. Okay, die scheinen ganz schön wütend zu sein, alle. Oh, schon die letzte Welle? Ich habe nicht mal angefangen, alles aufzubauen. Oh nein, da kommen jetzt Zombies aus dem Boden raus. So. Gefrorene, Gehirne. Ah nee, die haben ja keine. Hoppla. Habe ich fast vergessen. Hier, friss das. Hat nicht so ganz funktioniert. So. Manu. So, was ist denn das für ein Pilz? Oh. Wir haben Geld. Wir haben gerade Geld bekommen. Sonnenpilz gibt dir zuerst kleine, später normale Sonnen. Oh, wir haben wieder einmal Zombies. Okay, dann versuchen wir es mal. Das. Ah, ich habe sie eigentlich auch kaum gebraucht. Die Kartoffelminen. Oh nee, das sind wieder Gräber. Nanu, wer guckt denn da aus dem Grab raus? Ein kleiner Zombie. Okay, die kleinen Sonnen bringen nur 15. So, jetzt haben wir zwei Reihen von Sonnenpilzen. Oh. Noch mehr Spielkarten wurden freigeschaltet. Du findest sie im Hauptmenü. Okay. Keine Ahnung, was das bedeutet. Ah, guck mal, der erste Pilz ist gewachsen. Ah, und jetzt gibt er große Sonnen. Cool. So, da noch einen hin, damit alle schön schnell getötet werden.
Eine riesige Zombie-Welle nähert sich. Ah, okay. Die Zombies kommen nur in der letzten Welle aus den Gräbern raus. Ist gut zu wissen. Ja, wobei, das lohnt sich gar nicht. Die werden ja schon gefroren. Wir haben gerade eine Münze bekommen. Ey, Sir. Zombie, was auch immer. Du hast gerade Geld verloren. Okay, die goldenen bringen 50 und die silbernen nur 10. Okay, ich glaube, jetzt können wir langsam hier hinten anfangen mit den Sonnenpilzen, die wegzumachen. So. Weil wir haben so viele Sonnen schon. So. Große böse Zombies kommen nachher. Okay. Das ist auch ein Pilz. Ist das so ein großer, ah nee. Ein Stinkpilz verströmt giftige Dämpfe, die Fliegengitter durchdringen. Fliegengitter? Hey, ich habe meinen Autoschlüssel gefunden. Weißt du, was das heißt? Deppy Daves Krimskramsladen hat wieder geöffnet. Hier, nimm meinen Schlüssel, damit ich ihn nicht wieder verliere. Du bist genau rechtzeitig hier für tolle Neuigkeiten. Endlich habe ich ein paar der neuen Spiele gefunden, nach denen Nachbarn gefragt haben. Warum ich nicht wusste, dass sie die ganze Zeit in meinem Auto waren? Weil ich deppert bin. Los, schau dir brandneue Spielabteilungen in meinem Shop an. Hier hast du ein paar Münzen, damit du dir eins abkaufen kannst. Muss ich? Beeil dich, diese Levels wollen sofort gespielt werden. Scheinbar schon. Dr. Zomboss hat ihre Experimente mit Zombies angestellt. Jetzt wachsen Pflanzen auf ihren Schultern. Lass dich nicht mit deinen eigenen Waffen schlagen. Scheinbar muss ich. Ja. Dein neues Minispiel kannst du über den noch mehr Spielarten
Teile deines Hauptmenüs öffnen. Weiter. Ah, jetzt kann ich das hier spielen. Okay, aber jetzt nicht. Machen wir weiter. Hey, willst du einen zusätzlichen Samenplatz kaufen? Es kostet 750 Münzen, aber du kannst dann in jedem Level 7 statt 6 Samen wählen. Ja, natürlich. Klasse. Oh, und wenn du 5000 Münzen gespart hast, verkaufe ich dir das 8. Samenplätze extra. Bis dann. Was? Wie der Preis von 750 auf 5000 einfach steigt. Du übertreibst ein bisschen. So, dann nehmen wir das auch mal mit. Das. Das und. Okay, das. Eigentlich unnötig, aber okay. Auf die Plätze fertig. Pflanzen. Los geht's. Diesmal sind die Gräben schön weit hinten. Das ist schön. Man kann ja hier kaum die Füße ausstrecken, so kurz wie der Weg ist. Okay, stelle ich mal einen von diesen Stinkpilzen auf. Oh nein. Lieber doch mal so machen. Okay, hat noch gereicht. Ah, das meinen die mit Fliegengitter. Als ob der sich irgendwo eine Fliegengittertür abgenommen hat. Geht die eigentlich auch kaputt? Ah ja, die geht auch kaputt. Also sie kann kaputt gehen. Nur leider hat ihm das nichts gebracht. Ist einfach gestorben. Baue ich mal noch mal so einen von den Stinkpilzen.
Was? Was? Schon wieder letzte Welle? Ich verstehe das nicht. Oh nein. Nein, nein, nein. 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 Nicht aufessen. Hilfe. Da. So. Puh. Das war knapp. Okay. Wir bekommen wieder Geld. Der Grabfresser. Pflanze ihn auf einem Grab, um es zu entfernen. Lecker. Ganz leckere kleine Gräber. Oh, wir haben wieder so einen Sprung-Zombie. Okay, dann nehmen wir mal das hier, das hier, das hier. Das hier, so. Als ob wir jetzt Gräber auffressen können. Und der erste Zombie ist schon auf dem Vormarsch. Als ob der Zombie den kleinen Stinkpilz, Pustepilz da angeknabbert hat. Der Arme. Der hat nichts getan und wurde einfach so angeknabbert. Oh, warte mal. So und so. Dann setze ich mal ein. Okay. Der isst tatsächlich das Grab auf. Oh nee. Warte mal. Ja, als ob der da drüber springt. Ist der dumm? Der muss ja richtig dumm sein. Oh nein, der arme kleine Pilz wird einfach aufgegessen. Dann fressen wir mal alle Gräber auf. Och nö. Komm, schnell. In der Sonne. So. Ah, Mann. Das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Aber nochmal Glück gehabt. Zu spät. Setze ich mal noch einen davon. Dann verteidigen wir ein bisschen hier noch. Was? Jetzt kommt schon die erste Zombie-Welle. Nein. Wir haben kaum Verteidigung. Thank you.
Das war knapp. Der wurde fast aufgefressen. Oh nein. Das hier war dumm. Und das auch. Bitte werd nicht aufgegessen. Bitte werd nicht aufgegessen. Puh. Der Grabfresser wurde fast aufgefressen, ja? Okay, die Hagelzuckererbse habe ich jetzt gerade komplett falsch platziert, aber okay. Ein Grabfresser kann man nur auf Gräbern platzieren, das habe ich jetzt auch kapiert. So, jetzt heißt es nur noch zurücklegen und entspannen. Und zu sehen, wie die Zombies da massenhaft draufgehen. Denn dagegen kommt niemand an. Oh, letzte Welle schon. Esst nur, esst. Esst die kleinen Pilze auf, die stören mich eh nicht. Okay. Was kann das sein? Vorstadtlexikon. Es listet alle Pflanzen und Zombies auf die du triffst. Okay, wir werden es uns das nächste Mal angucken, denn die Folge ist vorbei. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Schreibt euch auch die Meinung von euch in die Kommentare. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.